Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Q&A von mir. Ich habe euch auf Instagram mal wieder nach Fragen gefragt und ja, alles jetzt so rund um die Schwangerschaft und Baby gibt's in diesem Video für euch. Viel Spaß! Die erste Frage: Willst du stillen? Ja, ich möchte auf jeden Fall stillen. Man weiß natürlich nicht, ob es klappt oder nicht, aber wenn es klappt, dann wäre ich sehr, sehr froh, weil es einfach super schön ist. Und ich, ja, man hat es immer dabei, es ist immer die richtige Temperatur, es ist das Beste fürs Kind. Und ja, wenn es klappt, dann würden wir uns auf jeden Fall super freuen. Wenn es nicht klappt, dann gibt es eben die Flasche. Die Flaschennahrung heutzutage ist auch einfach super. Und ich denke, alle Kinder werden groß damit. Ja, dann die nächste Frage: Wie viel hast du bisher zugenommen? Im Moment sind wir bei 10 Kilo. Die Waage beim Frauenarzt ist immer so, aber ja, so ungefähr 10 Kilo. Die kleine Maus sind ungefähr 2,5 Kilo. 1,5 Liter Fruchtwasser habe ich. Also ja, kann man sich das dann so ausrechnen, was so denn der Rest ist. Die nächste Frage: Machst du in der Schwangerschaft Sport? Nein, also ich habe vor der Schwangerschaft auch überhaupt gar keinen Sport gemacht. Also ich bin allgemein so jemand, der macht überhaupt gar keinen Sport oder sehr wenig. Aber ja, in der Schwangerschaft habe ich auch keinen Sport gemacht. Dann die nächste Frage: Hast du manchmal Phasen, wo du Angst hast, Mama zu werden? Ja, also im Moment ist es bei mir ganz, ganz schlimm, dass ich ja, Angst habe vor der Geburt und mir immer wieder Gedanken mache, okay, wie wird das sein? Oder ja, wie wird es, wenn sie größer ist, wenn sie die Sachen versteht oder wenn sie halt, ja, ihren eigenen Willen bekommt. Also ich mache mir schon relativ viele Gedanken im Moment, aber ich freue mich auch riesig und der Felix, der ja, hält mich dann immer so ein bisschen zurück noch und sagt dann immer, dass alles gut wird. Und es wird es ja auch, es wird ja auch alles schön und wir freuen uns alle riesig auf die kleine Maus, aber man macht sich dann doch schon hier und da Gedanken. Hier, was ich ganz, ganz oft gefragt werde, ist, wann ist der Geburtstermin, Entbindungstermin? Der Entbindungstermin ist offiziell der 26.03.2019. Man weiß natürlich nicht, wann die Kleine kommt oder ob sie früher kommt, ob sie später kommt. Aber ja, ihr Termin ist der 26.03. Dann eine Frage: Ist die Schwangerschaft so, wie du sie dir vorgestellt hast? Nein, also ich habe mir die Schwangerschaft nicht so vorgestellt. Aber wie ich sie mir genau vorgestellt habe, weiß ich auch nicht mehr. Also es ist komisch, darüber so in der Vergangenheit sozusagen zu sprechen, weil ich ja jetzt die Schwangerschaft erlebe und dann nicht, ja, jetzt nicht weiß, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe. Aber ich glaube, eine wirkliche Vorstellung einer Schwangerschaft hatte ich auch nicht. Also man hört ja diese Übelkeit und so. Und das, ja, wusste ich ja auch alles, dass sowas auf mich zukommt. Aber so wie sie verlaufen ist, habe ich sie mir nicht vorgestellt. Ja, dann die nächste Frage: Wollt ihr ein zweites Kind bzw. ein Geschwisterchen für Lea? Ja, auf jeden Fall. Also Geschwister sind auf jeden Fall in Planung. Wann, wissen wir beide nicht. Wir wollen nicht allzu einen großen Abstand, aber ich möchte nach Lea erstmal wieder arbeiten gehen und mich beruflich erstmal wieder orientieren. Und danach darf dann gerne noch ein Geschwisterchen kommen. Dann noch eine Frage, die wirklich richtig oft gestellt wird und die ich, glaube ich, auch in den Titel schreibe. Ich weiß es noch gar nicht. Wirst du die Geburt filmen? Also die Fragen kommen wirklich immer und richtig häufig. Ja, also ich habe Felix den Auftrag gegeben. Er soll doch bitte die Kamera, ja, mitnehmen dabei. Also Sachen wie zum Beispiel so ein Tagebuch, wenn die Fruchtblase platzt. Das ist ja kein Problem. Also das war auf jeden Fall immer ein Muss für mich. Weil ich das unbedingt wollte, das alles festzuhalten, auch einfach für die Ewigkeit und euch dann auch sozusagen so ein bisschen mitzunehmen, wie so ein Vlog, wie das so verläuft oder ja, wie das Ganze so abgeht, so eine Art Wehentagebuch. Aber auch die Geburt an sich würde ich gerne für mich gefilmt haben. Was ich da von euch zeige, weiß ich nicht. Ich denke, also auf jeden Fall mich nicht nackt, meine Tochter nicht nackt und irgendwelche intimen Dinge auch nicht. Das ist natürlich klar. Aber ja, Felix ist davon total abgeschreckt von dieser Idee. Er möchte das alles gar nicht. Er möchte sich bei der Geburt nicht auf die Kamera konzentrieren, sondern eben auf die Geburt. Und
hat gesagt, er stellt die Kamera irgendwo hin und dann ist gut. Aber wir sind da noch so ein bisschen am Tüfteln, wie wir das wohl machen wollen. Aber ich hätte halt eher gerne einfach die Erinnerung für mich. Und ja, ich weiß nicht, ich habe das schon bei vielen YouTubern gesehen und auch ganz viele amerikanische YouTuber, glaube ich, da kennt ihr auch einige. Und ja, ich hätte das gerne für mich so als Erinnerung. Aber wir sehen mal, wie weit es klappt. Auf jeden Fall haben wir es vor. Dann die nächste Frage: Lasst ihr Lia taufen? Ja, taufen lassen wir sie und zwar evangelisch. Die Taufe wird in ungefähr so im Sommer stattfinden, denke ich. Wir wurden alle auch immer so mit so einem halben Jahr getauft und im Sommer finde ich das, glaube ich, immer ganz schön und ganz passend. Dann die nächste Frage: Wirst du deine Kleine zeigen? Also darüber habe ich ja schon oft gesprochen und wir wollen sie gern zeigen. Bis zu einem gewissen Alter und danach werden wir sie einfach nicht mehr so oft zeigen, sage ich mal. Also ich werde niemals die Kamera direkt auf die Kleine halten und ja, sie bei allem filmen oder so, aber zum Beispiel Fotos auf Instagram oder ja, wenn sie halt immer durch die Kamera läuft, werde ich nicht zensieren, aber ich werde jetzt nicht die Kamera straight auf die Kleine halten, sondern wir haben einfach für uns abgesprochen, dass wir Kamera laufen lassen und die Kleine auch und sie nicht verstecken, aber das halt nicht so provozieren, dass wir einfach so konkret auf die Kleine halten. Dann die nächste Frage: Glaubst du, dass die Kleine früher auf die Welt kommt? Ja, ich habe schon die ganze Zeit immer Anfang März im Kopf. Ich weiß nicht warum, aber immer denke ich an Anfang März. Aber ja, wir sind sehr gespannt. Die letzten Tage habe ich ziemlich starke Senk- und Übungswehen. Und ja, wer weiß, wie lange es noch dauert. Dann eine Frage zum Thema YouTube. Wie geht es auf YouTube weiter, wenn deine Tochter da ist? Ja, also ich würde sagen, so wie jetzt auch. Also es gibt Vlogs, Familienvlogs natürlich. Es gibt Baby-Updates. Ja, ich werde euch bei allem mitnehmen. Einfach so unser Familienleben, würde ich sagen. Und ja, alles so rund darum. Ihr könnt ja mal Video-Wünsche und Ideen in die Kommentare schreiben, was ihr euch so ja, für Videos in Zukunft hier auf diesem Kanal wünscht. Das wäre total cool. Dann könnte ich da schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt haben. Aber ich denke einfach so unser Familienleben, Familienvlogs, Ausflüge mit der kleinen Baby-Updates, wie gesagt. Und ja, ich denke, so sind einfach so ein richtig schöner Familienkanal. Ja, dann noch mal eine Frage zur anderen Frage, Thema Geburt filmen. Inwiefern ist die Community bei der Geburt dabei? Also, wie gesagt, wollen wir die Geburt filmen. Wie gesagt, möchte ich ein Wehentagebuch für euch machen. Das heißt, wenn mir die Fruchtblase platzt, dass ich dann anfange zu filmen, sozusagen zu vloggen und euch mitnehme. Und dann eventuell eben auch im Kreissaal und wenn wir CTG schreiben, wenn wir spazieren gehen. Ich weiß ja nicht, wie die Geburt verläuft, aber ich ja, wollte ich einfach wie so einen Vlog mitnehmen. Und dann natürlich auch auf Instagram. Also auf Instagram werdet ihr auch, denke ich, Bescheid bekommen. Ich weiß nicht, wie mein Zustand oder wie ich in dem Zustand dann bin oder handle oder was ich möchte oder ob ich denke, Alter, leg das Handy weg und lass mich in Ruhe. Aber wir sind sehr gespannt. Aber eigentlich habe ich das alles vor, dass ich euch auf jeden Fall dabei haben möchte, euch auf jeden Fall teilhaben lassen möchte. Ja, dann die nächste Frage. Welche Kinderwagen habt ihr? Wir haben ja zwei Kinderwagen, die stehen hier einmal links und einmal rechts hinter der Kamera. Hinter der Kamera. Wir haben hier einmal links den Emma Junger Classic Edge, glaube ich, genau. Der hat so eine richtig große Wanne, der hat vier richtig große Reifen, er ist richtig, richtig gefedert und ist absoluter Traumkinderwagen. Und hier rechts steht unser Bugaboo Buffalo, der auch mega ist. Wenn ihr ein Video zu beiden Kinderwagen wollt, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde dann nämlich einmal ein Video zum Emma Junge machen oder und ein Video zum Buffalo, wie die halt so funktionieren und so. Oder eventuell wollte ich auch noch ein Video machen, ja, Emma Junger versus Bugaboo. Also, ja, was sind die Unterschiede zwischen den beiden und warum vor allem haben wir zwei Kinderwagen? Genau, da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr für Videos genau haben wollt. Wie gesagt, entweder einmal über den Buffalo oder den Emma Junger oder ja, Bugaboo versus Buffalo. So, Bugaboo versus Emma Junger. Sind ja doch schon ganz schön viele Unterschiede, die da
die Marken haben, jetzt wo ich sie beide hier anschaue, auf jeden Fall auch einiges, was mir auffällt. Und es gibt natürlich auch Gründe, warum wir zwei Kinderwagen haben. Ja, aber alles dazu gerne in weiteren Videos. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Ja, dann die nächste Frage. Möchtest du dir ein Tattoo für deine Tochter stechen lassen? Ja, es soll auf jeden Fall ein Tattoo geben. Ich weiß noch nicht, was genau. Aber das ja, war schon immer so mein Gedanke und das wollte ich auf jeden Fall schon immer machen. Dann die nächste Frage, hat die Kleine einen zweiten Arm? Bis jetzt hat sie ja keinen richtigen zweiten Arm. Also ich bin der Meinung, wir brauchen einen und ich habe auch einen im Kopf. Aber Felix sagt, er möchte keinen. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber ich weiß nicht, ich denke, wir werden uns da erst bei der Geburt einigen. Dann die nächste Frage, isst du Salami in der Schwangerschaft? Ja. Ich weiß, Toxoplasmose und so, und ich bin da auch nicht immun gegen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber ich verzichte auf nichts in der Schwangerschaft, außer natürlich rohes Ei und so. Dann die nächste Frage, welche Breikost wird sie kriegen? Also ich werde auf jeden Fall selber kochen. Ich koche sehr, sehr gerne. Und ich ja, möchte nicht, dass mein Baby Gläschennahrung bekommt. Klar, die Gläschennahrung ist gut, genauso wie die Milch. Und ich möchte keinen verurteilen, der nicht selber kocht für sein Kind. Aber ich möchte wissen, was drin ist. Ich habe schon so viel Scheiße gehört, von Glassplittern in den Gläsern bis zu ja, irgendwelche giftigen Substanzen. Also ich möchte selber kochen. Ich habe da auch super viel Spaß dran, wie gesagt. Und ja, ich denke, da finden wir denn unseren Rhythmus irgendwann im selber kochen. Und ja, für unterwegs gibt es dann bestimmt auch mal ein Gläschen oder so. Also ich möchte da, wie gesagt, eigentlich gar keinen angreifen. Aber ich habe mir immer vorgenommen, ich möchte selber kochen. Dann die nächste Frage, hast du schon Senk- bzw. Übungswehen? Ja, und das nicht zu wenig und relativ kräftig. Und die letzten Tage auch, wie gesagt, relativ dolle Unterleibschmerzen. Also wir sind gespannt, wann die kleine Maus kommt. Dann Thema Hebamme. Hast du dir eine Hebamme gesucht? Wir hatten ja eine, das habe ich euch ja gesagt. Und die hat aber leider aus privaten Gründen abgesagt oder absagen müssen. Und jetzt haben wir allerdings einen Termin. Der ist auch gar nicht so lange. Dauert gar nicht mehr so lange bis zum Termin. In einer Hebammenpraxis. Da sind ganz, ganz viele Hebammen und da werden wir uns eine aussuchen dürfen. Dann die nächste Frage. Wie möchtest du entbinden? Natürlich oder Kaiserschnitt? Also ich möchte auf jeden Fall natürlich entbinden. Man weiß ja nie, wenn es nachher irgendwie einen Notfall gibt oder so, dass man da auf jeden Fall dann natürlich einen Kaiserschnitt macht. Aber erstmal möchte ich natürlich entbinden. Dann nächste Frage. Meinst du oder glaubst du, die Umstellung wird hart, wenn die kleine Maus da ist? In Klammern Schlafmangel etc. steht hier. Nein, ich denke nicht. Also ich habe an sich so nicht das Problem mit früh aufstehen oder in der Nacht mal wach werden. Und in der letzten Zeit, letzten paar Monate, werde ich sowieso mindestens 7 Mal in der Nacht wach, weil ich 7 Mal in der Nacht auf Toilette muss. Und ja, ich habe schon extrem Schlafmangel, weil ich sehr, sehr schlecht schlafe. Und ich denke nicht, dass ja, mich das jetzt so extrem umhaut. Also auf jeden Fall nicht, was den Schlafmangel angeht. Dass es eine Umstellung wird, wenn man so ein kleines Baby hat, natürlich. Ich meine, alles ändert sich. Man ist nie mehr alleine sozusagen. Also wenn ich jetzt irgendwas plane, dann plane ich das einfach so und ich plane es für mich, aber dann muss ich halt immer noch ein Baby mit einplanen. Man muss jeden Ausflug, jede, ja, alles muss man halt irgendwie timen, dass es mit dem Baby klappt und alles muss man auch einpacken mit so einem Baby und es wird natürlich was anderes, aber Schlafmangel auf jeden Fall ist nicht so mein Problem, denke ich. Und wenn, dann schläft man halt, wenn das Baby auch schläft, wenn es dann mal schläft. Dann die nächste Frage, was, wenn es sich bei der Geburt herausstellt, dass es ein Junge ist? Habt ihr dann einen Namen? Also, die Namen zu den Jungs verlinke ich euch mal hier oben beim i. Wir haben nämlich schon ein Video dazu gemacht und da kannst du ja gerne mal vorbeischauen oder könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, wie unser Baby heißen würde, wenn es ein Junge geworden wäre oder wenn es ein Junge wird. Dann die nächste Frage zum Thema Bauen. Gibt es durch den Bau mal einen größeren Streit zwischen dir und Felix? Bis jetzt nicht. Wir sind uns eigentlich immer einig. Und bis jetzt gab es da auch überhaupt gar keinen Streit. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass wir irgendwie irgendwann mal streiten wegen dem Bau. Also wir sind uns eigentlich immer einig und bis jetzt klappt immer alles ganz gut. Dann die nächste Frage, wollt ihr demnächst heiraten? Ja, also heiraten wollen wir auf jeden Fall, aber
Nicht jetzt dieses Jahr noch, auf gar keinen Fall, sondern wir wollen das ganz ruhig angehen und erstmal so die Zeit zu dritt genießen und dann irgendwann wird auf jeden Fall geheiratet. Dann die nächste Frage zum Thema Bau. Baut ihr ganz alleine oder habt ihr spezielle Firmen, die euch unterstützen? Also wir bauen alles komplett alleine und wir haben keine einzige Firma, die uns da in irgendeiner Hinsicht unterstützt. Dann die nächste Frage. Wisst ihr schon, wie lange die Kleine in eurem Zimmer bzw. im Beistellbett schlafen wird? Auf jeden Fall, solange ich stille. Ich denke, ich möchte nicht das Zimmer wechseln jede Nacht, immer wenn die Kleine Hunger hat. Und ja, ich denke, solange sie möchte, also solange sie ins Beistellbett passt und sie halt, wie gesagt, gestillt werden muss und ich öfters eben aufstehen muss, habe ich nicht so große Lust, da extra immer ins Nachbarzimmer zu gehen. Ich glaube, das macht einfach viel mehr Krach und macht einen viel mehr wach, als wenn ich die Kleinen nur aus dem Beistellbett heben muss und stillen muss. Dann die nächste Frage: Wann hast du die ersten Bewegungen von dem Baby gespürt? Das war damals bei 14 plus 2. Also in der 15. Schwangerschaftswoche habe ich die ersten Bewegungen gespürt und bei 17 plus 4 hat Felix sie das erste Mal gespürt, also in der 18. Woche. Dann die nächste Frage: Hast du Dehnungsstreifen oder Risse? Nein. Also ich bin komplett noch frei und ich bin echt richtig, ja, geschockt, dass es wirklich so ist, dass ich noch keine Streifen habe. Aber wir wissen ja noch nicht, wo das alles hinführt. Also ich bin sehr gespannt, ob ich noch da mit Streifen aus der Schwangerschaft gehe oder nicht. Aber bis jetzt habe ich anscheinend ein sehr, sehr gutes Bindegewebe. Dann die nächste Frage: Bist du in der Schwangerschaft nach etwas süchtig? So. Nach etwas süchtig, also irgendwelche Gelüste. Nein, nur manchmal oder immer öfter brauche ich einfach immer etwas Süßes. Also ich muss immer irgendwie was Süßes bei mir haben und ja, brauche einfach immer ein süßes Gebäck oder so, so ein Berliner oder ja, irgendwie sowas finde ich total geil. Also manchmal brauche ich einfach was Süßes, zum Beispiel nach dem Mittagessen auch immer mindestens ein Joghurt oder so. Also das ist, glaube ich, so ganz, ja, das kommt ein bisschen, glaube ich, von der Schwangerschaft, aber sonst nichts. Dann gibt es ganz, ganz viele Fragen zum Thema, wie fühlt es sich an, schwanger zu sein oder ist es nicht ein komisches Gefühl, seinen Körper zu teilen sozusagen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann darauf gar keine Antwort geben. Also es ist einfach unglaublich schön, dass man diese Bewegung spürt und ja, dass man einfach weiß, dass da so ein Baby drin ist. Das ist einfach unglaublich schön. Aber wie es sich so anfühlt, kann man gar nicht beschreiben. Auch wie sich die Bewegungen anfühlen. Ja, als wäre da einfach so ein Baby in dir drin. Also als würde da einfach jemand in dir drin sein, der dich die ganze Zeit boxt, tritt und sich bewegt. Und ja, aber wie sich das so anfühlt, kann man gar nicht richtig beschreiben. Und ja, kann man, glaube ich, gar nicht. Dann die nächste Frage, die mich auch letztes Mal meine Schwester selber gefragt hat. Wie lange möchtest du stillen? Also ich möchte auf jeden Fall 6 Monate stillen. Und danach möchte ich aber nicht so, ja, zwingend aufhören, sondern einfach, wenn die kleine Maus nicht mehr möchte oder wenn ich nicht mehr möchte. Einfach, dass wir beide so den Zeitpunkt finden. Ich möchte auf jeden Fall nicht Langzeit stillen, aber auch nicht so einen abrupten Abbruch jetzt, sondern ja, ich möchte meiner Tochter die Zeit geben und auch mir die Zeit geben. So, mein Lieben, und das war's dann auch, denke ich. Ich glaube, das Video ist lang genug. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und falls ihr noch weitere Fragen habt, immer in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!